Und in der heutigen Folge... Ja, der Ian hat Text am Blenden. Ruhe in Frieden, Ian. Du bist nicht mehr. Hallihallo, liebe Freunde. Willkommen zurück in der Quarry, Kapitel 10. Ziegel und Mörtel. Wir haben bis jetzt alle noch am Leben. Jetzt ist das letzte Kapitel, in dem wir versuchen werden... Ja. Was? What the fuck? Warum halten das so komisch? Ich bin auf einem beschissenen Baum. Keine Ahnung, Mann. Frag Mitto nicht. Laura! Der Max hat sich zurückverwandelt, weil... Warum? Weil der Chris tot ist. Genau. Das ist es. Gut erkannt, Max. Sehr gut erkannt. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Ei. Na, jetzt weiß ich's. Warum halten das so komisch bei mir? Ist das normal? Was zur Hölle bin ich? Ich meine, ich weiß, du bist auf der Insel, aber... Das ist ein hübsches Haus. Nein, es ist wirklich schön, tatsächlich. Also wenn du da im Sommer bist, wenn keine Werwölfe rumlaufen, ist es schon ganz... Wo sind meine Klamotten? Ah ja, das hat die Emma. Die Emma hat dir die Klamotten geklaut. Oh, aber warte mal. Weil ich hab... Das alles nicht. Weil ich hab mir angeschaut, für dieses Kapitel, ich habe mich mal vorbereitet, ja, weil ich ja nicht möchte, dass die Leute sterben. Okay. Dass die Leute sterben. Jetzt suche ich Laura. Oh, da ist mein Hund im Hintergrund. Look at the boy. Hey! Where is he? Hallo! Hi! Ja, alles gut, Schatzi? Danke! Jo, er streckt sich. Jo, Schatzi. Du kannst wieder runtergehen. Dankeschön. Das ist aber komisch, weil die Emma... Hat zwar die Klamotten geklaut, aber ich habe mir nämlich angeschaut, wie gesagt, um mich vorzubereiten, was ich im letzten Playthrough gemacht habe. Und da habe ich die Emma umgebracht. Also da hat der Max sie getötet. Ja, das wäre auf jeden Fall lohnenswert gewesen für uns alle. Da habe ich sie umgebracht und dann liegt sie halt hier tot und dann hat er trotzdem diese Klamotten an. Also bin ich so... Exemplaren. Oh, das wollen sie nicht verpassen. Nee, nee. Also deswegen bin ich gerade so, wieso hat er jetzt trotzdem... Also hier gibt es die Erklärung, warum er nicht die Klamotten anhat, die er normalerweise hat. Aber in meinem Playthrough gibt es irgendwie keine. Weil da wacht er eben dann auch auf. Also wir haben es geschafft, dass er... Wir haben da auch den Chris umgebracht. Und dann wacht er auf und ist so, yo, what the heck am I doing in that tree, goddammit? Und dann tragt aber auch die Barbie-Klamotten. Also ein bisschen verwirrend ist das Ganze schon. Aber okay. Warum ist hier... Ach, naja. Ein wunderschöner also, Hut. Ich bin gleich eine wunderbar, wunderschöne Szene Prinzessin. Ja, er sagt jetzt, dass die... Seine Freundin, die... Laura? Ist sie? Heißt sie? Laura? Ja. Die Laura war ja hier noch einmal, weil sie geglaubt hat, sie hat den Chris erschossen, aber in Wahrheit war es ja die Tochter von Chris. Und dann ist sie hier angekommen und hat ihren Hut verloren. Angeblich, offenbar, keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern, ob sie den Hut getragen hat, um ehrlich zu sein. Die Kappe eigentlich. Und dieser Teil hier ist eigentlich ziemlich Banane für uns jetzt. Es ist ziemlich fad eigentlich. Also es ist ein bisschen doof mit dem Max jetzt hier, weil... genau, du bekommst jetzt die Chance, ans Ufer zu schwimmen oder zu bleiben. Wir bleiben. Wir wollen, dass er überlebt. Weil das Lustige ist, wenn du... Es ist so ziemlich brutal. Weil ich habe es mir angeschaut. Ich war so, was passiert, wenn er ans Ufer schwimmt? Es hört einfach jetzt auf. Es ist so, gut, gute Wahl, hast dich gut entschieden. Wenn du ans Ufer schwimmst, ja, ohne Scheiß... Der Typ klettert an den Steg und wird Spawn gekillt von dem Werwolf. Und ich bin nur so gewesen... Ich habe mir das Video angeschaut. Ich war nur so, what the fuck? Wie dumm ist das denn? So urunnötig. Da hast, weißt du,
da hast du diesen kleinen Abteil mit Max eben jetzt gerade und dann kann er einfach so verrecken, weil du dich dafür entschieden hast, ans Ufer zu schwimmen. Klasse. Gott ist gegen uns. So geht das. Ja, mit der einen Hand. Oh Mann. Mein armer Bur. Ich verstehe nicht. Sie hassen Wasser, schon vergessen. Klar. Oh, wir hätten die Nacht im See verbringen sollen. Und an Unterkühlung sterben. Nein. Ja. Okay, wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Ja, sie sind ja alle tot. Wir müssen uns also nicht mehr um irgendwen sorgen, bis auf die Werwölfe. Und die, keine Ahnung, riechen uns vielleicht. Also es ist jetzt ja eigentlich nur noch vom Werwolf-Dasein, der Caleb. Und der Caleb ist der Sohn von Chris, falls ihr das vergessen habt. Es sind noch der Caleb und der Silas unterwegs. Der Caleb und der Silas, die beiden Schlingel. Und ansonsten müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Es wird jetzt ein bisschen spannend. Also, wir werden erst einmal natürlich alles untersuchen, was es hier gibt. Weil es gibt hier noch einige... Was zur Hölle ist das? Einige Hinweise und Beweise, beziehungsweise ein Beweis. Hat sich das jetzt zu früh abgespielt, oder? Das war jetzt komisch, okay. Ja, das ist... Genau, das ist Abigails Rucksack, der eine entscheidende Rolle spielt, je nachdem, wie ihr euch entscheidet. Dazu komme ich aber dann später noch, weil es ist alles recht... Also der Wikipedia-Artikel hat so 17 Unterpunkte, was du machen kannst. Traurige Nachricht ist, ich kann nicht alle retten, ich kann unsere Leute retten, also die wir spielen können. Aber eben der Travis... Der Polizist, der jetzt gerade mit der Laura und dem Rian unterwegs ist, der hat ja gemeint, so, oh, wir können den Silas umbringen und dann können wir immerhin noch die letzte Person aus meiner... Jetzt, Dylan, Schuschu. Dylan, was machst du da? Er schafft's, okay. Dann können wir immer noch den Caleb retten. Leute, ich will die Treppe hochgehen. Bitte, danke. Deswegen sind die unterwegs, okay. Und das Blöde ist, du kannst den Caleb nicht retten. Also es sind ja alle Hacketts tot, bis auf der Caleb und der Travis. Und du kannst den Caleb nicht retten, wenn die Caitlin zumindest nicht infiziert ist. Es muss entweder der Dylan oder die Caitlin infiziert sein, damit du den Caleb retten kannst. Und bei mir sind leider alle gesund, also. Du bist also Mr. Agers Bruder, schätze ich. Ich schaue nur nach meinem Hund, der hat sich da unterm Tisch verkrochen. Der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. Agers Bruder vielleicht? Ich weiß gar nicht, wer der Bobby ist. Das heißt, der Travis und der Chris sind ja Brüder? Hackett Bobby N. Deine Nummer und A+, sehr gute Noten, katholisch. Ah, oh, wie schön. Der ist auch tot. Also es sind ja alle tot. Du kannst, alle Hacketts könnten rein theoretisch überleben, aber dafür muss der Ryan sterben und die Laura. Und das wollten wir in diesem Fall nicht machen. Also wir wollen das nicht. Wir wollen, dass unsere Betreuer überleben. Aber ja, der... Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Dear Parents, was ist er? Campbrief. Chris Hackett bittet die Eltern der Camper um zusätzliche Spenden für die Renovierungsarbeiten an der Lodge. Sind dafür nicht die Campgebühren vorgesehen? Wofür sollte das Geld sonst ausgegeben werden? Für die Käfige. Ich wette für die Käfige. Also, wie gesagt, du kannst alle Hacketts retten. Bei uns sind ja alle ziemlich brutal gestorben in der letzten Folge. Aber du könntest sie retten und dann kommen sie alle ins Gefängnis. Aber dafür sind dann alle Betreuer irgendwie tot. Und ich bin so, okay, wer macht das schon? Außer du willst es sehen. Dann,
Also, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, als meine Mutter und mein Vater 1953 das Sommercamp in Hackett's Quarry gründeten, war es ihre Vision, einen Ort zu schaffen, an dem Kinder aus dem ganzen Land die wahren Wunder der Natur erleben können. Ich bin stolz darauf, ihr Vermächtnis bis heute fortzuführen. Die Lodge des Camps besteht, seit wir unsere Tore geöffnet haben. Doch dieses Vermächtnis und auch die Lodge selbst sind nun in Gefahr, da sich laut statischer Gutachten herausgestellt hat, dass das Mauerwerk des Schornsteins dringend ausgebessert werden muss. Sonst kommt der Weihnachtsmann rein und das wollen wir alle nicht. Wir sind ja Katholiken, obwohl sie sind in Amerika. Also wir glauben nicht ans Christkind oder an die Hexe Befana. Keine Sorge, ihren Kindern droht hierdurch keinerlei, ich habe den falschen Knopf gedrückt, verzeihen Sie bitte, liebe Eltern, keinerlei Gefahr. Leider muss ich Ihnen jedoch mitteilen, dass wir ab dem nächsten Jahr die Teilnahmegebühren um 5% pro Person erhöhen müssen. Wenn die Zeiten hart werden, denke ich an das Motto unseres Camps: Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Nun ja, ich bin tot, also in dem Falle macht es mich nur toter. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir Hackett's Quarry gemeinsam stärker denn je machen können. Vielen Dank, dass Sie uns weiterhin die Treue halten. Mit freundlichen Grüßen, Chris Hackett. Na, wie schön. Ja, und wahrscheinlich hat er das halt das Geld ausgegeben für die Käfige oder sowas, würde ich ja vermuten. Aber das war ja kein Hinweis für uns. Oh, Lady, ich will da die Treppen bitte hoch. Danke. Sie muss sich das so überlegen. Ich kann nichts dafür. Sie ist so davor gestanden und hat sie nicht nach vorne bewegt, obwohl ich den Stick so halte. Ich muss zugeben, ich habe die hohe Priesterin. Wann siehst du die hohe Priesterin? Kommt die Eliza nochmal vor und liest uns unsere Zukunft oder sowas? Mit der Hohepriesterin? Der High Priestess. Eliza fiel dem Feuer zum Opfer, das vor 6 Jahren bei ihrem Wanderzirkus ausbrach. Ah, also ist sie ein Geist. Okay. Ihr Geist sucht seitdem die Wälder von Hackett's Quarry heim, fest entschlossen, sich an der Hackett-Familie für ihr Schicksal zu rächen. Mit ihren Tarotkarten, die damals im Feuer verloren gingen, hat sie dich durch die Nacht geführt. Doch ihre Motive sind vielleicht nicht ganz so aufrichtig, wie es zuerst schien. Naja, die Alte kam ja die ganze Zeit schon spanisch vor. Verdammt, Spanier. Sind immer suspekt. Spaß, ja? Bitte. Ich muss zugeben, ich habe ja... ich habe das Spiel eben einmal schon gespielt, vor 2 Jahren. Und da habe ich dann etwas gedrückt, weil ich nicht gecheckt habe. Und dann habe ich sehr viele Sachen verpasst hier in dem Ort, in dem Örtelein hier. Du kannst nämlich die ganze Lodge ganz entspannt durchsuchen. Ihr habt überhaupt kein Zeitlimit und sowas. Also falls es mich interessiert, könnt ihr ganz locker durch die Gegend latschen und euch alles anschauen und alle Beweise und sowas finden. Weil das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt noch Zeug finden können. Und ja, ich habe damals beim ersten Mal dann was gedrückt, wodurch, naja, ja. Leider. Und zwar hier. Wie lange ist der Typ schon hier? Das Ahnenporträt. Dieses große und überhebliche Ölgemälde von Septimus Hackett ziert den Kamin der Lodge. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir vom Septimus irgendwie ein Bild erwartet mit einem Cowboy-Hut. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hätte ich das erwartet. Also. Lange bin ich ein bisschen enttäuscht. Lang genug, dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Ich meine, du könntest... Ich hab ein Ölporträt von mir. Ganz ehrlich, ich auch. Ich meine, stell dir vor, du hättest so ein Ölporträt von dir. Ne? Genau, das ist es eben. Weiterschauen oder auf Angriff vorbereiten. Ich habe damals eben auf Angriff vorbereiten gedrückt, weil ich war so, was, werde ich jetzt angegriffen sofort? Nein, noch nicht. Also du... Wenn du das machst, dann... Ah, wunderbar, wir haben alles richtig gemacht. Das ist ein Hinweis, den du nur bekommst, wenn du alles richtig machst in Kapitel 5 oder sowas. Da muss der Bobby nämlich den Tisch aufheben und dann lässt er dieses Ding vom Tisch runterfallen und dann kannst du es aufheben. Warum du den Tisch selber nicht untersuchen kannst, wenn er noch da steht, weiß ich nicht, ja. Harum Scarum. Es ist ziemlich bescheuert, aber
So ist es halt. Eine Eintrittskarte. Diese hinter einem Bilderrahmen verborgene Eintrittskarte weist darauf hin, dass Chris Hackett und seine beiden Kinder vor 6 Jahren den Wanderzirkus Harum Scarum besucht haben. Eigentlich sagst du ja, wenn du sprichst, ja, wenn du vorliest, solltest du eigentlich sagen, vor 6 Jahren und nicht vor 6. Das darfst du nicht. Ich weiß nicht wieso, aber offenbar ist es nicht schön, wenn du aussprichst. Außer bei merkwürdig. Oh, da musst du machen. Wir haben schon genug um die Ohren, ohne noch mehr Scheiß. Was, du willst nicht auf den Harum Scarum Wanderzirkus besuchen gehen? Das ist ja schade. Komm schon, Dylan. Wir haben extra eine Eintrittskarte. Oh, was ist das Bild? Caleb, du wirst schermen. Harum Scarum, der spektakuläre Wanderzirkus. Eine Person. 27. Oktober 2015. Ah, Mann, 2015 ist auch ewig her. Wow. Das ist auch, boah, im 2024 im Moment. Und ich habe immer noch das Gefühl, das ist vielleicht 2020 jetzt. Vorher war es die ganze Zeit 2016. Und jetzt, hallo, irgendjemand da. Oh, was ist das da? Eine Bastelgruppe, okay. Hier ist rotes Papier am Boden. Ein Globus. Die bewegen sich immer ein bisschen komisch, wenn irgendjemand Zweites bei denen ist. Also in dem Fall der Dylan. Da bewegt sie sich dann immer so ein bisschen kantig. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube nicht, dass du das in der Aufnahme so sehr siehst. Aber wenn du selber spielst, dann oh, ja. Ian. Das Camp-Maskottchen krepierte, bevor es losging. Ian! Da ist er! Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer zum Teufel ist Ian? Hab's gegoogelt, muss ich zugeben, weil ich war so, who the fuck is Ian? Und ja, hier haben wir jetzt die Antwort. Tafelzeichnung, ein Andenken an das verstorbene Camp-Maskottchen Ian. Der Zeichnung nach zu urteilen war Ian ein Schaf, doch niemand durfte ihn dieses Jahr kennenlernen. Ja, der Ian ist durch den Chris gestorben. Eigentlich ziemlich passend. Wir haben ein Maskottchen? Ich sag, what the fuck? Hatten. Nicht mitgekriegt? Nein, was? Er starb vor Beginn. We hardly knew he. Wie blöd. Wie blöd. Sucks. Ja, ganz schön doof. Ja, der Ian. Text am Ende. Ruhe in Frieden, Ian. Du bist nicht mehr. Love it. Ja, der Ian. Das habe ich eben damals zum Beispiel nicht gefunden, weil ich beim Ahnenporträt gedrückt habe, auf Angriff vorbereiten. Und dann ist die ganze Scheiße losgegangen. Ach, Gottchen. Maskottchen. Und ja. Der Ian, wenn ihr euch richtig erinnert, wir haben da das Halsband gefunden von ihm. Also der Chris hat den aufgegessen. Was haben wir denn da? VHS-Kassetten. Bloody Valentine vielleicht. Kameraaufnahmen. Gute alte Horrorfilme. Als würden sie was suchen. Ah, weil sie den Owen ja, suchen, den in Chris Kontrollraum. Silas. Deswegen. Recht. Beweis gesammelt, Aufnahmen der Wildkamera. Sechs Jahre alte Archivaufnahmen der Wildkamera in den Hackett-Wäldern. Cool. Mhm. Das sind ganz schön viele Aufnahmen. Vor allem noch so auf der VHS-Kassette. 2015? Full Moon, Full Moon, Full Moon. Da kannst du überhaupt nicht unterscheiden, welcher Full Moon das ist. Schreibt doch wenigstens... Na, okay, da haben sie es. Mai 2021, Juni. Okay, okay. Gut, Vollmond, Juni 2021. Dankeschön. Wir haben nur eins übersetzt. Da konnte ich aber mehr sehen. Oh, sein oder nicht sein? Nein, das ist eine Lampe. Okay. Ich dachte, das ist so ein Schädel. Dämliche Ansagen. Ah, das ist ein Megafon. Keine Lampe. Tja. Vorsicht, du hast da ein Camp-Relikt. Egal, ist eh kaputt. Ah, rest in peace, Megafon. Das ist das Schlimmste der ganzen Nacht, das Megafon. Was macht sie mit ihrem Fuß? Girl, what you doing? Oh, girl, when I close my eyes, I can't see. Oh, girl. What the hell is this shit? Wo habe ich das Emblem gesehen?
Ein Emblem, Schmuckstück mit Gravur. Schmuck, der sich im Handgemenge gelöst hat. Die Inschrift verrät, dass das Stück Bobby Hackett gehört. Wann hat sich denn das gelöst? Welches Hand... Sind wir jemals hier oben gewesen? I'm confusion. Was ist das? Ein Ring mit Wappen drauf. Ah, wirklich fancy. Zu dir passt er nicht. Sorry. Vielleicht Nicolas Cage, der hat aber so 50, 5 fette Ringe an seinem Finger. Typ, ist so geil. Oh, der Nick Cage. Warte, ich möchte mir nochmal anschauen. Vielleicht, keine Ahnung. Okay. Wow, da musste noch Holz laden. Ja, okay, die Textur ein bisschen geladen. So, den Campbrief Hammer, die Hohepriesterin Hammer, das Porträt Hammer, die Eintrittskarte Hammer. Die Zeichnung, Schmuckstück und die Aufnahmen. Wir haben alles eigentlich. Mädel, geh doch die Treppe runter. Was machst du denn? Warte mal. Das untersuchen wir gleich mal. Oh. Ja, 9 von 9. Guck dir das an. Wir haben alle Freakshow Hinweise. Mein Hirn hat gerade ausgesetzt. Verzeihung. Chris Hackett war dort. Er und seine beiden Kinder waren in der Nacht da, als Harum Scarum niederbrannte. Cool, weil die Eintrittskarte das sagt, oder was? Das wäre alles nicht passiert, wenn Chris nicht mit Caleb und Kaylee zu Harum Scarum gegangen wäre. Vielleicht hat er die Eintrittskarte aufgehoben, um sich zu erinnern, dass es anders hätte sein können. Ich glaube, die Eintrittskarte war ja hinterm Bilderrahmen. Also ich glaube, wahrscheinlich sind sie so, du musst das Quicktime-Event so machen, damit die... das Bild runterfällt und du die Eintrittskarte finden kannst, weil sonst kannst du dir vielleicht das Bild anschauen, aber eben nicht das Ding finden. So, Familienfoto. Was haben wir da? Oh, Caleb hat seinen Vater und seine Schwester vor 6 Jahren infiziert. Irgendwann nach diesem Foto. Jetzt ist er der Einzige, der noch lebt. Nicht mehr lange. Ich kann ihn leider nicht retten. Ich würde gerne, ich kann nicht. Die Hacketts hinterlassen Vorräte für ihre infizierten Familienmitglieder, die nach dem Vollmond zurückkommen. Ja, aber nicht offen. Ich würde ja den Schlüssel irgendwo eben unter einen Stein oder auf dem oder noch ein Holz, so weißt, in den Baum irgendwas reinschnitzen, ein Loch und dann da den Schlüssel reinlegen, damit, weil wenn das umgestoßen wird, wenn sie als Wolf drüber laufen oder irgendein anderes Viech, dann... Die Hacketts suchen seit 6 Jahren, 6 Jahren, nach Silas, dem Wolfskind. Chris hat sein Überwachungssystem nur dafür eingerichtet, aber es hat nichts genützt. Es hat nichts genützt. Ist er traurig. Die Bergarbeiter Brotdose. Septimus Hackett war das Oberhaupt der Familie, als die Hacketts in Not gerieten. Er war es, der damals den Entschluss fasste, den Steinbruch stillzulegen. Ich weiß, das haben wir gelesen. Gut, in der Notiz auf dem Schrottplatz geht es um Maxes Wagen. Travis wollte nicht, dass davon, was in den Büchern steht, falls jemand nach ihnen suchen sollte. Macht Sinn, die Wand. Die Hackets haben die Tiere, die Werwolfbisse überlebten, mit Silber getötet. Niemand weiß, was eine Infektion bei einem nichtmenschlichen Wesen bewirkt. Die Hackets wollten es offenbar auch gar nicht erfahren. Ach so, ja, das macht Sinn. Alles klar. Die Camper haben nicht gewusst, dass Chris das Camper-Scottchen getötet und gefressen hat. Eigentlich haben sie kaum etwas über Campleiter Chris Hackett gewusst. Ja, was hätte er denn machen sollen? Hätte er vielleicht allen erzählen sollen? Leute, ich bin Werwolf. Keine Angst. Was hätte er denn machen sollen? So, hä? Blutiges Halsband. Ian war ein Schaf, das Camp-Maskottchen. Jemand hat ihn unten im Sturmkeller geschlachtet. Ja, der Chris. In der Nacht, in der Laura und Max entführt wurden, hat Chris Hackett das Camp-Maskottchen getötet. Er hat sich im Sturmkeller versteckt und Ian gefressen, um seinen Hunger zu stillen. Das hat aber nicht funktioniert. Okay. So, wenn Chris Hackett die Eltern der Camper um Spenden bittet, müssen die Reparaturarbeiten doch dringender sein, als sie anfangs gedacht haben. Ich dachte, das... Okay, Wurst. Vielleicht geht es dem Camp so schlecht, dass die Gebühren nicht ausreichen. So, ich bin etwas Stück verwirrt, weil bei denen sind teilweise noch Sachen zu. I'm a confused person.
die heimliche Zeichnung, war ich gerade so, Schau, da ist noch so ein Fragezeichen. Warum das nicht okay, weiß ich nicht. Aber wir haben alles. 12 von 12, 19 von 19, 9 von 9. Wir haben alle Hinweise, die es gibt. Dann haben wir da den Weg ansehen. Was ist da? Laura giftet. Achso. Aha, während der Flucht mit Max eine Spritze. Laura erschoss Constance nicht. Laura griff Jedediah nicht an. Den Namen erfährst du auch nie außer hier. Travis beschloss, mit Laura zusammenzuarbeiten, um Silas zu finden. Ja, sehr cool. Habt ihr schön gemacht. Vorsicht, Stufe. Was haben wir da? Ah ja, Dylan lockerte die Sprosse und als Emma die Leute brach, die Sprosse. Und das ist nur relevant eigentlich für, wenn die Emma infiziert ist, weil... Der weiße wohl. Ryan erschoss Chris Hackett mit einer Silberkugel und stoppte damit die Infektionskette, die von ihm ausging. Ryan überlebte das Martyrium im Haus der Hacketts. Laura, Travis und Ryan beschlossen zusammenzuarbeiten, um Silas zu finden. Silas, Teambuilding, wahre Freundschaft geht bis aufs Blut. Mit Teamwork lässt sich so mancher Traum verwirklichen, doch in diesem Fall ist es ein Albtraum der Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe. Dylan und Caitlin gingen zum Schrottplatz, um ein intaktes Fahrzeug zu finden. Caitlin und Dylan arbeiten zusammen, um vom Schrottplatz zu entkommen. Ich kann nicht mehr lesen. Abigail und Emma fanden Silberkugeln im Sturmkeller. Ah, na siehst du, hat sie eh eingesammelt. Emma und Abigail fanden einen Weg in die Lodge. Caitlin hatte Dylan in der Lodge zur Gesellschaft. Ja, wenn der Dylan nämlich infiziert ist, rein theoretisch, wenn der Dylan infiziert ist von damals, vom, wo er so schön, wo wir ihm die Hand abgesägt haben mit dem Ding, ja, mit der Kettensäge, dann verwandelt er sich nämlich dort am Schrottplatz, schreit die Caitlin an, yo, hau ab, und dann explodiert er. Und dann ist die Caitlin immer allein in der Lodge. Deswegen ist es, die Caitlin kann sich nämlich infizieren, glaube ich, indem sie am Schrottplatz gebissen wird oder irgend sowas. Und dann kannst du den Caleb retten. Darauf komme ich noch zurück, hoffentlich. Ich weiß es nicht. Das ist ein hübsches Bild. Love's Labor's Lost. Verlorene Liebesmüh. Bis dass der Tod uns scheidet. Geheimnisse können sich wie ein Käfig anfühlen. Vielleicht ist jemand so freundlich, dich von deiner Schuld zu befreien. Aber vergiss nicht, in der Dunkelheit lauern Dinge, die viel schlimmer sind als Lügen und Täuschungen. Nein! Ryan beschloss, Jakob aus dem Keller zu befreien. Ryan gelang es, Jakobs Käfig zu öffnen und ihn zu befreien. Laura und Ryan belauschen die Unterhaltung von Travis und Constance weiter. Die belauschten sie. Alle Käfigtüren öffneten sich, als Laura den Sicherungskasten zerstörte. Wo ich mich auch frage, wenn du den Jacob nicht befreist da, ich glaube, das hatte ich nämlich, weil ich habe ja damals, da hat sie den Nick erschossen, aber, also ist egal. Aber ich habe eine Szene gesehen, wo der Werwolf da, der der Nick ist, rausgeht und der Jakob spaziert ihm hinterher und der Werwolf greift ihn nicht an. Und ich war nur so, hä? Also vielleicht muss der Jakob infiziert sein und wenn dann die Tür aufgeht, vom Sicherungskasten kaputt gemacht, geht der Nick raus, schaut den Jakob so an, nickt ihm zu, haut ab und der Jakob ist so, okay. Vielleicht ist es deswegen so, aber ich habe die Szene gesehen und ich war nur sehr verwirrt. Ich war so, der Jakob stirbt da nicht? Okay, interessant, aber ans Messer geliefert. Eine Gabe kann ein Fluch oder ein Segen sein, je nachdem, wie Mensch sie betrachtet. Und wenn du viel Blut verlierst und nur noch verschwommen siehst, ist es mitunter schwierig zu unterscheiden. Ryan beschloss, das Messer nicht aus seiner Wunde zu ziehen. Ja, Ryan musste aufpassen, dass sich seine Verletzung auf der Flucht vor Bobby nicht verschlimmerte. Ryan zog das Messer aus seiner Wunde und erstach Bobby. Also erstochen hat er nicht, er hat ihn angestochen höchstens. Ryan beschloss, Lauras Angebot, ihn zu beißen, anzunehmen. Bobby war geschwächt und nicht in der Lage, sich gegen Chris zur Wehr zu setzen. Ryan wurde vor dem Verbluten gerettet. Genau, und das ist das Ding eben hier, kann eben der Bobby auch überleben und eben die Constance und sowas, wenn du, dadurch muss aber eben der Ryan sterben. Das heißt, der Ryan zieht sich das Messer, glaube ich, zuerst raus, lässt es dann liegen im Raum und läuft vom Bobby davon. Und dann trifft er den Bobby wieder. Dann, keine Ahnung, was passiert, dann taucht wahrscheinlich die Laura auf, ja, jagt ihn, der Bobby ist so, okay, peace out, bye. Mit seinem Messer in der Hand, wird aber nicht verletzt. Der Ryan, der darf nicht gebissen werden oder so, keine Ahnung. I don't know.
Und dann musst du hier den Chris erschießen. Oder nein, die Laura musst du erschießen. Genau, du musst die Laura erschießen. Dann greift der Chris den Ryan an, weil der Schuss ist auf ihn lenkt, ja. Also Bobby wehrt den Chris dann ab. Der Chris springt auf den Ryan, der Ryan stirbt. Und, ja, dann ist der Ryan und die Laura tot, aber die Hacketts leben. Und, die Polizei ist dann so, yo, what the fuck happened hier? Weil alle Betreuer irgendwie tot sind. Und die Hacketts sind so, I don't know. Very weird. Weird shit happens, man. Weird shit happens in the woods. What can I say? Der Radioschuppen, Poolhaus, Bergbautunnel, da war mal. Haus der Hacketts. Seit vielen Generationen der Familienwohnsitz der Hacketts. Achtung, dieser Bereich ist privat und unbefugtes Betreten wird getadelt. Das haben wir schon irgendwo. Hackett Schrottplatz. Das ist ganz schön weit entfernt. Von da nach da, von der Lodge. Ja, okay. Der Hackett Schrottplatz ist ein weiterer erfolgreicher Familienbetrieb unweit des Sommercamps. Die Erlöse des lukrativen Schrottplatzes sowie die Gebühren ermöglichen es uns, die hohen Standards dieses Camps jedes Jahr aufs Neue zu halten. Wie schön. Warum bei den Hinweisen noch nicht alles freigeschalten ist, weiß ich nicht. Verwirrend. Ich trinke mal was. So. Wunderbar. Weiter geht's. Jetzt wird's nämlich ein bisschen dramatisch. Und zwar, ich möchte ein bisschen was riskieren. Ich möchte es ein bisschen riskieren, ja. Die Sache ist die, ich schau mal kurz noch, ob ich da unten vielleicht noch in die... Entschuldigung. Ob ich da unten in die Türen rein kann. Da kommt es hier nett vorbei, aber auf der anderen Seite. Ich gehe mal schnell darüber, während ich euch ein bisschen was erzähle. Und zwar, es ist ja hier auf Angriff vorbereiten, ja. Und es wird dann ein bisschen was passieren. Und die Sache ist die, wir haben perfekte Voraussetzungen, ja. Wir haben die Silberkugeln von der Abigail. Alter, meine Nase. Verzeihung, wir haben die Silberkugeln von der Abigail. Die Abigail hat die Silberkugeln eingesammelt. Das ist wichtig. Glaubt mir, das ist wichtig. Und rein theoretisch könnte ich dann diese Silberkugeln benutzen, um mich zu verteidigen. Geile Tasse. Das Ding ist aber, es gibt noch eine weitere Sache, die du machen kannst. Die aber ein wenig riskanter ist und sie nützt uns im Sinne, in dem Grunde nichts. Also eigentlich machst du das nur, wenn du sagst, okay, ich möchte den Caleb auch retten. Das Problem ist, wie gesagt, wir können den Caleb nicht retten. Ich dachte gerade, da ist gar nichts, aber das flackert nur so komisch. Ich war so, wieso ist da das Nichts? Warum liegt da ein Teppich beim Nichts? Das ist interessant. Da waren wir drin, okay. Und hier ist auch nichts und hier haben wir auch nichts. Wir haben das Spielzeug herausgeholt aus Abigails Rucksack, was eine Vorbereitung ist für etwas. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil meine beiden Leute komplett gesund sind, abgesehen, dass ihm eine Hand fehlt, aber sie sind nicht infiziert. Und das macht die Sache ein wenig komplizierter, ein bisschen schwieriger. In dem Sinne, dass es uns eigentlich nichts nützt, was ich vorhabe oder versuchen möchte. Und eigentlich möchte ich ja einen Run machen, in dem alle überleben. Aber ich möchte auch unbedingt sehen, was passiert, wenn ich mich anders entscheide. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin als Hackett hier. Was? Immer noch nicht den Text gelernt? Das ist schwierig. Okay. Ich finde es auch interessant, dass sie sind auf Angriff vorbereiten. So, das heißt... Sie warten jetzt in der Lodge, nehme ich an, allgemein einfach nur, wir warten, bis die Nacht vorbei ist und sind auf alles vorbereitet, was kommen könnte. Aber sie haben ja nichts angelockt, das herkommen könnte, oder? Außer sie meinen den
den Werwolf, der unterm Auto gelegen hat, der, glaube ich, eben der Caleb war? Ich weiß es nicht. 3.33 Uhr, die Höckenfelder. Da ist unser Bur. Was für eine Scheißnacht. Ja, das kannst du laut sagen. Es tut mir einfach unfassbar leid. Tut es so leid. Baby Boy. Fuck. Ich wollte nur noch eine Nacht mit dir. War das zu viel verlangt? Shit. Vom Eulen wird's nicht besser. Was soll ich denn jetzt tun? Oh, Baby. Das war sein Arc. Er überlebt. Er überlebt die Nacht. Also das ist alles. Du siehst halt ihn noch einmal im Wald. Und es ist so, alles ist cool. Er kann ja auch angegriffen werden, aber wir haben ja niemanden, der infiziert ist. Aber der Voice Actor vom Jacob hat Respekt. Ich kann das nicht so zu spielen. Ah, Septimus, sie schauen aber nicht mehr sehr gesund aus. Der, ich kann das nicht so zu heulen. Ich weiß nicht so, was soll ich denn jetzt tun? Und das convincing, ja. Tolle Arbeit vom Voice Actor, muss ich sagen. Erstens das. Zweitens das Bracelet, was der Jakob hat. Das hat ja, das gehört ja der Emma. Und rein theoretisch kann sich die Emma das wiederholen. Und dann beschützt sie das, weil das so ein Silberarmband ist, offenbar. Fucking run. Run. It's the English-German version of rennen. Rennen. I'm a bit nervous. Okay, das wird ihn aufhalten. Hey! Alter, der arrestet aus. Was ist denn jetzt? Naja, ein Werwolf, der an unsere Tür schlägt. Das ist Caitlin. Aber keine Sorge, wenn wir nicht reinbitten, dann darf er nicht reintreten. Oder waren das Vampire? Wir müssen doch irgendetwas tun. Ja, nur was? Schwierig. Huch! Die Viecher schauen aber echt widerlich aus. I'm just gonna run a bit. So, Fenster, Balken. Silberkugeln. Ja, die nehme ich nicht. Ich möchte nämlich das andere probieren. Wenn unser Timing stimmt, geben wir sie ihr, wenn sie kommt. Falls sie jetzt kommt. Balken oder Fenster, es ist egal, was du nimmst. Das eine hat, ich glaube, Fenster hat Quicktime-Events und Balken ist ein Action-Button-Ding, wo du so machen musst, die ganze Zeit. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Relax, Caitlin. You can do it. This is so fucking funny. Like, what happened? Was ist gerade passiert? Wieso ist das Ding runtergefloppt? Ich glaube, er wollte auf uns draufspringen. Ist aber daneben. Verstecken. Ah, Dylan. He's like, what are we going to do? Why are you here? Dylan, versteck dich woanders, Mann. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es wird alles gut. Wir sind die Hecketiere. Oh mein Gott, das Ding ist riesig. Wir halten den X-Knopf. Dylan, ich hoffe, du hältst deinen X-Knopf genauso wunderbar wie ich. Dylan, ciao. Viel Glück, Mann. Wir haben ihn einfach zurückgelassen. Ich habe keine Ahnung, wie der Dylan hier sterben kann, um ehrlich zu sein. Abgesehen von dem, was jetzt kommt. Jetzt wird's. Hier drüben, Caitlin! Wenn wir jetzt darüber gehen, dann bekommen wir die Silberkugeln und können den guten Caleb abschießen.
Das möchte ich aber nicht machen. Ich möchte etwas probieren. Ich hoffe, dass es keine blöde Entscheidung ist. Renne. Ich hoffe so sehr, dass es keine blöde Entscheidung ist. Die Pfanne! Wenn wir die andere Sache machen, dann kommt der Dylan, nachdem wir geschossen haben, raus mit der Pfanne erhoben. Ist so, I'm ready. Holy motherfucker. Selber wunderschönen Eyeshadow, weißt du? Ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. Dieses Viech ist aber unerbittlich, ne? Der Alte. Der lässt sich überhaupt nicht in Ruhe, dass der da so hinter denen herrennt, aber die Abigail und sowas, die da rausschreien, Gürtel! Weißt du, die ignoriert er komplett. Ist das Ding riesig? Igitt! So. Gefrierraum. Gell. So, die Caitlin könnte sich nämlich Köder benutzen. Ja, ja. Und das kannst du nur machen, wenn die Abigail damals das Spielzeug mitgenommen hat. Und jetzt erklärt sich alles. Es macht alles Sinn. Es ist so sinnlos. In Kapitel 1 kannst du dieses scheiß Spielzeug mitnehmen. I was concerned. Aber es war einfacher, als ich gedacht habe. Okay. So, der Caleb stirbt jetzt trotzdem. Es tut mir leid, aber er stirbt trotzdem, weil er erfriert da drin. Leider. Ich kann das schon mal spoilern, weil wir haben ja vor, den Silas zu töten. Und wenn wir den Silas töten, dann sind alle, die vorher gebissen worden sind, wieder cool. Und der, ohne die Werwolf-Fähigkeiten erfriert halt der Caleb da drin, leider. Es gibt die Möglichkeit, dass er überlebt, indem eben entweder die Caitlin oder der Dylan infiziert sind. Und zwar, wenn die Caitlin zum Beispiel infiziert ist und du ihn einsperren möchtest und scheiterst, dann zieht der Caleb sie mit rein, aber er tötet sie nicht, weil sie eben eh schon infiziert ist. Warte, das... Mir wird klar, das ist Silas. Oh, shit. Wow. Smarty Pants. Nein, gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht, Mann. Das Wolfskind entkam. Bist ein Teil ihrer Familie. Sie waren machtlos. Peng. Eigentlich eine ziemlich kurze Geschichte, um fair zu sein. Die Vergangenheit tut nichts mehr zur Sache. Das ist völliger Quatsch. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Ah, who cares? Der Junge, der zum Werwolf wurde und die letzten 6 Jahre nicht... Ja, aber das ist meine Frage, der Silas. War der von Geburt an so? Oder haben wir ihn gesucht. Jedes Mal. Hat die Eliza ihn verflucht, weil Geld für Wanderzirkus? Oder war... Wie? Zu beenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eben... wie der Caleb bzw. Dylan Caitlin überleben kann und sowas, aber ich habe ihn gefunden! Aber, wow! So geil, nur der Kopf darüber. Oh, Travis, geht's ihm gut? Okay, Ryan ist knocked out. Waffe greifen. What the fuck am I supposed... Was soll ich mit der scheiß Waffe in diesem Moment? Travis, kriegen Sie sich ein, na los! Travis, bitte! Muss ich sie wach küssen wie Dornröschen? Bitte nicht, Mann. Ah, gut. Okay. Cool. We're fine. Wenn der Dylan infiziert ist zum Beispiel, dort beim Kühlraum. Wie geil! Oh, das hat sich aber nicht gesund angehört. Los! Fahren Sie drüber, Mann! 50 Punkte! Dann... Und die Caitlin sich einsperrt im Kühlraum. Dann lässt der Caleb den Dylan in Ruhe, weil der Dylan infiziert ist und geht einfach. Und der Dylan kann dann die Caitlin rauslassen aus dem Kühlraum und dadurch überleben auch alle drei. Weil wir dann den Silas erschießen und dann der Caleb irgendwo im Wald halt wieder normal wird.
Und wenn die Caitlin aber eben drin ist und der Dylan nicht infiziert ist, okay, dann stirbt der Dylan durch den Caleb und die Caitlin erfriert drin. Also es ist, es gibt so, so viele Möglichkeiten da irgendwie, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dass sie sterben. Aber wenn du das beste Ende in my opinion, ja, haben möchtest, dass der Caleb halt auch überlebt, weil was das arme Schwein, ne? Da musst du offenbar dafür sorgen, dass die Caitlin sich infiziert, was ich aber nicht gemacht habe, weil ich das nicht wusste. Und dadurch haben wir jetzt, naja, stirbt halt der auch, der gute Junge. Pech. Wow. Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Ah!